Oh, hallo, euch habe ich ja überhaupt nicht kommen sehen. Hi und willkommen zu Anno 1800. Ich probiere heute mal was ganz anderes aus. Das heißt, wenn euch diese Art von Videos gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, damit ich das sehe. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit einem neuen Spiel. Wir gründen unsere eigene Stadt in Anno. Wen spielen wir denn? Wir spielen... Hier, guck mal, der Kollege, der sieht mir am ähnlichsten, würde ich sagen. Der ist auch dick und hat einen Bart. Mit dem kann ich mich identifizieren. So, schwarz. Der Baum sieht cool aus. Wir sind Lettice Lane. Hedwig Lehrer. Trinity Infinity. Auf geht's, ab geht's. So, da sind wir in unserem wundervollen Wille Fresh? Wille. Nee. Neu. Tupfingen ist das. Das sieht man doch sofort. Das Spiel sieht so schön aus. Da will ich direkt wieder hier in Kameramodus. Oh. 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 So, dann wollen wir mal eine Straße bauen. Wir brauchen für den Anfang einen Marktplatz. Und ein Lagerhaus, das können wir direkt hier oben drauf packen. Dann brauchen wir Holzfäller. Ein Holzfäller, zwei Holzfäller, drei Holzfäller. Und ein Sägewerk, das packen wir mal hier hin. Häuser. So, wir brauchen Häuser. Uns fehlt es an Arbeitskräften. Warum fehlt es uns denn an Arbeitskräften? Und an Holz. Wir haben natürlich kein Holz. Los, kleiner Mann! Los, transportiert das Holz schneller! Wir brauchen es! Eigentlich können wir hier noch ein zweites Sägewerk hinbauen. Und mal die Zeit ein bisschen hochstellen. Wir haben ein neues Zwischenziel erreicht. Nice! Hinter Tupfingen ist jetzt ein wunderliches Dorf. Ich muss auch kurz an der Stelle mal anmerken. Ich bin, auch wenn ich dieses Spiel jetzt schon, seit es rausgekommen ist, viel zu viel gespielt habe, ich bin keineswegs ein guter Anno-Spieler. Auf gar keinen Fall. Das ist mein erstes Anno, das ich aktiv spiele. Das heißt, ihr werdet hier kein perfektes Gameplay sehen. Trotzdem, über Tipps freue ich mich natürlich immer. Warum seid ihr traurig? Weil ihr nichts habt, was Zufriedenheit erhöht. Okay, Freunde, was erhöht Zufriedenheit? Alkohol, wir brauchen Schnaps. Ich habe bei meinem letzten Durchlauf gelernt, dass ich das alles so ein bisschen außerhalb anbauen will, die ganzen Anbaufelder. So, das Wirtshaus muss auf jeden Fall daher. So, was sind denn jetzt die nächsten Bedürfnisse, die wir haben? Kleider. Ja, Klamotten sind immer gut. Schäferei, die können wir hier hinten gerade dazustellen. Oh, wir haben unsere erste Einwohneraufgabe. Haben Sie mein Vieh gesehen? Die planen doch etwas. Ich weiß, mein Mann hält mich auch schon für verrückt, aber ich schwöre Ihnen, die Viecher hacken was aus. Finden und holen Sie die Nutztiere. Da, da rennen sie. Da rennen sie über die Straße. Och, guckt mal. Unser Dörfchen wächst schon. Das sieht echt schön aus. Wisst ihr, was dieser Hafen braucht? Dieser Hafen braucht Büsche. Das war einer zu viel. Dann sollten wir jetzt eigentlich so langsam in der Lage sein, unsere ersten Häuser zu upgraden. Wunderbar. Gut, in den neuen Gebäuden, die wir jetzt hier haben, wohnen nämlich Arbeiter. Und mit den Arbeitern können wir ganz andere Gebäude betreiben, wie zum Beispiel Bäckerei,
Oder Metzgerei. Kann das so gedruckt werden? Der Redakteur kündigt die neueste Ausgabe der Zeitung an. Kann das so gedruckt werden? Den großen Gönner leibhaftig zu treffen, ist ein solches Privileg. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, egal was, sagen Sie es einfach und ich begebe mich unverzüglich ans Werk. Lektorieren. Wollen wir da eigentlich nichts? Das sieht doch gut aus. Das wird so veröffentlicht. Und da muss ich nicht mal ein schlechtes Gewissen haben, weil ich die Zensurmaschine bin. Hier wollen wir auf jeden Fall mal eine Lehmgrube bauen. Da oben haben wir noch eine Lehmgrube. Und da haben wir noch eine Lehmgrube. Der Weg ist jetzt leider ein bisschen weiter für die Arbeiter. Wir müssen auf jeden Fall expandieren. Wir brauchen mehr Bürger. Jetzt, wo die Lehmproduktion einigermaßen im Gange ist, brauchen wir auf jeden Fall noch eine Ziegelei. Die wollen wir aber auf jeden Fall ein bisschen außerhalb positionieren. Und ich würde sagen, hier oben bauen wir unser Industriegebiet dann hin. Denn die Gebiete sind schmutzig und das wollen wir in unserer Stadt eigentlich nicht haben. Perfekt. Oh, und ich habe total vergessen. Wir können ja mit unserem Schiff auch noch hier ein bisschen erkunden und gegebenenfalls noch eine zweite Siedlung gründen. Oh. Wir haben Arbeiter- und Kleidermangel. Wenn wir hier fertig sind, können wir Hasen jagen. Wisst ihr was? Hier entsteht jetzt eine Apfelbaumallee. Hurra! Ein Hoch auf unseren Bürgermeister. Trinity Infinity. Woo! Echt schön aus. Oh. Ein Feuer ist ausgebrochen. Es brennt, wo brennt's? Oh nein, schnell löscht das Feuer. Es brennt einfach alles. Der komplette Block steht in Flammen. Mobilisieren. Los, alles zum Feuer löschen. Dramatisch. Die Flammen wurden gelöscht. Flaggschiff steht zu Diensten. So, dann gründen wir doch mal unsere neue Stadt. Unsere neue Stadt wird den wundervollen Namen... Ströbelsberg tragen. Ja, Ströbelsberg braucht natürlich auch erstmal. Wir wären dann soweit. Oh, ich darf wieder zensieren. Haben gedruckte Nachrichten denn jemals aus? Warum sollten sie? Sie wollen doch nichts dergleichen andeuten, oder? Da wird natürlich... zensiert, oh, und wieder zensiert wird, das wird zensiert und das wird zensiert. Haha, nenn mich Bildzeitung. Natürlich, am Ende sind Sie unser wichtigster Leser. Wohl eher euer einziger Leser. Sie, was das Beste ist. Wir brauchen immer noch mehr Arbeitskräfte. Oh, aber ich kann jetzt. Oh, das ist super. Kann ich eigentlich? Ha! Elegant. Und hier seht ihr schon, ich baue meine Städte immer sehr ähnlich. So vom groben Layout her. Ach, auch Ströbelsberg wächst und gedeiht. Wundervoll. Ganz offensichtlich hat unsere Stadt ein Bedürfnis nach Schweinefleisch. Und das Spiel hat entschieden, dass die einzige Möglichkeit,
an Schweinefleisch zu kommen, Massentierhaltung ist. Also muss ich da leider auch auf den Zug aufspringen. Rot wie Blut. Ach, guckt euch das doch mal an. Da muss ich nicht mal zensieren. Das läuft so super hier. Es wird veröffentlicht. Sie haben an Einfluss verloren. Wisst ihr, was hier hinten noch hin könnte? Eine Handelskammer. Die tritt nämlich den 5 Gebäuden hier allen in den Hintern, dass die gescheit arbeiten. Und dann ist das Gebiet hier hinten auch nicht komplett für die Katz. Schauen wir doch mal nach Stöbelsberg. Wie sieht das hier denn aus? Es mangelt anscheinend an allem. Was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall Alkohol. So, wo packen wir das Wirtshaus hin? Das Wirtshaus kommt am besten in die Nähe des Marktes. Hier so? Wir brauchen Fisch. Wir brauchen auf jeden Fall Fisch. Und das hier bietet sich doch perfekt für einen neuen Häuserblock an. Oh, wir haben noch überhaupt keine Kleider hier. Das ist natürlich ein Missstand, der sofort behoben werden muss. Ich kann ja mein Volk schlecht zwingen, nackt durch die Gegend zu laufen. Kann ich da nichts hinsetzen? Super, das sieht jetzt kacke aus. Warum kann ich hier keinen Busch hinsetzen? Ich möchte hier einen Busch hinsetzen. Pflanz den Busch jetzt! Ich habe überhaupt nichts zur Broterzeugung da. Oh. Ich wollte meine Täubchen bemühen, aber jetzt bist du ja da. Beryl O'Mara bietet ihnen eine Lieferaufgabe an. Ich weiß das zu schätzen. Schätzchen. Dann rudert mal. Holt die Ware. Oder so. Ist das ein Piratenschiff? Das ist ein Piratenschiff. Du bist ein echtes Vorbild für meine Täubchen. Liefern Sie an Clipper. 10 Tonnen geht sie nichts an. Oh, Seife brauchen wir ja auch noch. Da muss ich aber kurz mein Makromanagement hier überarbeiten. Was du heute kannst besorgen. Ein letzter Blick. Erwische ich sie bei besonders guter Laune, Direktor? Oh, natürlich. Das wird hier kann sofort veröffentlicht. Ich muss hier überhaupt nichts lektorieren. Wir haben hier 1, 2 Schweinefarmen. Und 2 Metzgereien. Das heißt, wir brauchen noch 2 Schweinefarmen, wenn ich das richtig sehe. Oh, für die Vasenmeisterei brauchen wir Stahl. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Und für die Siederei auch. Dann brauchen wir natürlich noch eine Köhlerei hier hinten. Kann ich das Ganze hier hinten ein bisschen ästhetischer anordnen, bitte? So sieht das alles doch schon mal viel besser aus, oder nicht? Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Köhlerei. Die passt perfekt hier rein. Einen Hochofen, der garantiert umweltfreundlich ist. Alter, der Smog, der hier schon ist. Das qualmt ganz schön hier. Und ein Stahlwerk. Hier, sehr geehrte Damen und Herren, darf ich präsentieren das Industriegebiet von Neutupfingen. Es ist wunderschön und duftet nach Einhornpups.
Ah, da wird der ganze Block auf einmal geupgradet. Da geht mir einer ab. Geil, geil, geil. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wo brennt's denn? Ah, Ströbelsberg steht in Flammen. Jetzt sag mir bitte nicht, Ströbelsberg hat keine Feuerwehr. Ströbelsberg hat keine Feuerwehr. Um Himmels Willen. Schnell eine bauen, denke ich. Die Flammen sind außer Kontrolle. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen suboptimal. Würde ich sagen, wie lange braucht ihr? Ah! Puh, die Feuerwehr ist da. Ah! Oh mein Gott, es ist auf den nächsten Block übergesprungen. Das ist alles sehr suboptimal. Alles mobilisieren, was wir haben, bitte. Glück gehabt. Und es sind nur drei Gebäude kaputt gegangen. Das ist tatsächlich sehr gut. Wir brauchen mehr Fische. So, du kannst eigentlich mal hier ein bisschen erkunden. Während ich hier mal unsere Industrie ein bisschen auf Vordermann bringe. Oh, alter Schwede. Ja, die Schweine hier, die haben garantiert ein gutes Leben. Kann ich dich upgraden? Dich kann ich upgraden. Den Schweinen hier geht's gut. Ich glaube, ich könnte noch eine Holzfällerhütte gebrauchen. Dann würde ich aber sagen, das soll es erstmal gewesen sein von Anno 1800. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von diesen editierten Videos sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da, dass ich das sehe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.